So, moin moin liebe Leute, zu einem speziellen Schnubbi-Kocht-Improvisationsversuch Dingskirchens. Mal gucken, ob das was wird. Wenn das Video hier erscheint, dann war es wahrscheinlich was. Also, es war was. Und zwar gibt es heute alles mögliche Vegetarische, fast vegetarisch, mit sehr leichten Mitteln abwendbar, damit es abwandelbar, damit es komplett vegetarisch ist. Und zwar machen wir zum einen überbackene Pilze, die Riesenfassung. Zum anderen Blumenkohl, und zwar Blumenkohlbratlinge. Und zum anderen, zum letzten, machen wir Kartoffeln, und zwar Double Baked Kartoffeln. Das heißt, oder eigentlich nicht Double Baked, sondern gekocht komplett am Stück in der Schale, dann oben Deckel abgeschnitten, ausgehöhlt, die ganze ausgehöhlte Masse von den Kartoffeln vermischt mit etwas Frischkäse und oder Kräuterpaste. Wir machen ein bisschen Schinken noch mit rein. Muss man natürlich nicht, dann wäre es vegetarisch. Und ein paar pürierten Pilzen, die wir vorher ein bisschen anbraten. Das vermischen wir alles mit dem Kartoffelmansch, den wir da haben. Und füllen das wieder in die Kartoffeln rein. Streuen ein bisschen Semmelbrösel und möglicherweise etwas Parmesan oben drüber. Das kommt in den Ofen. Wie gesagt, die Pilze, einfach nur Olivenöl, Knoblauch, Salz, auch in den Ofen. Und aus dem Blumenkohl, das wird die größere Aktion, machen wir eben Bratlinge. Das mache ich auch als erstes. Ich habe hier jetzt schon mal einen Topf mit Wasser aufgestellt, Salzwasser. Warte, bis das kocht. Schneide jetzt den Brokkoli, habe ich eben Blumenkohl oder Brokkoli gesagt, in Rosen. Und der kommt dann für ca. 10 Minuten ins Wasser, vielleicht ein bisschen weniger, schauen wir mal. Und sobald das fertig ist, fische ich den raus und schmeiße die Kartoffeln rein ins selbe Wasser, weil Geschmack ist Geschmack. Und dann, die werden ein bisschen länger brauchen. Also, schnibbeln! So, Brokkoli ist in Rosen geschnitten, liegt im Wasser und der kocht jetzt für 10 Minuten. In der Zeit bereite ich schon mal die Pilze vor. Wie gesagt, die größten, die wir haben, lasse ich so, wie sie sind, mache nur den Strunk raus und die bisschen kleineren sortiere ich aus, schneide ein bisschen klein, zerhexe sie zu einer Paste und brate die kurz an, damit ein bisschen die Flüssigkeit raus ist. So, ich wollte diesen Handmixer mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob er dafür geeignet ist, wahrscheinlich nicht, aber probier's trotzdem. So, nach ca. 2-3 Minuten hin und her juckeln, sieht das Ganze so aus. Ja, Pilzpaste, die kommt jetzt in die Pfanne und wird ein bisschen bei mittlerer, niedriger bis mittlerer Hitze reduziert, eingekocht, getrocknet. Die großen Pilze, in dem Fall sieht es wirklich riesig aus, ganz einfach. Bisschen Olivenöl oben drüber träufeln oder reinträufeln, je nachdem. Macht nicht zu viel rein, aber wenn ihr die nachher aus dem Ofen holt, erschreckt nicht von wegen, oh Gott, da ist eine riesige Pfütze Öl drin. Das ist nicht nur Öl. Die Pfütze, die da drin ist, ist meistens hauptsächlich das Wasser von den Pilzen, das sich mit dem Öl vermengt, und dann sieht das nach sehr viel aus. Aber Olivenöl ganz wichtig, weil schmeckt toll. Dann kann man entweder Knoblauch klein hacken und den damit drüber machen, oder in meinem Fall, ich nehme hier den getrockneten Knoblauch und mal den drüber. Und zu guter Letzt Salz. Ich mache noch ein bisschen Pfeffer dran. Und das ist alles, was diese Pilze brauchen, damit sie die fertig vorbereitet
So sehen die dann aus. Die kommen jetzt zur Seite, denn meine Kartoffeln brauchen ja noch wesentlich länger, als die hier im Ofen bräuchten. Und die müssen ja dann auch noch in den Ofen. Von daher stelle ich die zur Seite, warte, bis der Brokkoli fertig gekocht ist, nehme den raus, schmeiße die Kartoffeln rein und sobald die fertig gegart sind und ausgehöhlt, haue ich die Kartoffeln mit den Pilzen zusammen in den Ofen. In der Zwischenzeit kann ich schon mal den Schinken schneiden, hier lecker Schwarzwälder. Nom, nom, nom. Den schneide ich in schon so halbe Zentimeter dicke Scheibe und dann in Würfel. Ihr könnt natürlich auch einfach Speckwürfel holen, dann braucht ihr den Schritt hier nicht zu machen. Ich habe aber keine, aber ich habe Schwarzwälder. Die kommen jetzt mit in die Pfanne zu den Pilzen. So sieht das Ganze jetzt aus. Der Schinken, Speck, was auch immer, kann jetzt schön mit anschwitzen und nimmt den Geschmack von den Pilzen auf, die Pilze den Geschmack von dem Schinken und ihr seht schon, hier blubbert es schon. Das heißt, verliert schon seine Flüssigkeit. Wie gesagt, lasst das bei mittlerer Hitze nicht übertreiben, sonst verbrennt es euch. So, Brokkoli ist draußen und dann kommen jetzt die Kartoffeln mit rein. Schaut drauf, wenn ihr im Laden guckt, dass ihr möglichst große Kartoffeln habt, bei denen ihr wirklich den Deckel quasi abschneiden könnt und nachher aushöhlen könnt. Die hier sind grenzwertig groß. Sollte reichen. Wie gesagt, kommt ins selbe Wasser wie der Brokkoli. Einfach weil da sowieso schon ein bisschen Geschmack drin steckt. Und warum das nicht nutzen? Außerdem geht es schneller, weil das Wasser schon kocht. Für die Paste, aus der wir nachher die Bratlinge machen, brauchen wir zum einen zwei Eier, aber getrennt. Also, Eier trennen. Fürs Eier trennen gibt es jetzt 10.000 verschiedene Möglichkeiten und Tricks. Der alte Trick, Plastikflasche, Ei irgendwo reinhauen, Plastikflasche drüber zusammendrücken, Eigelb rausziehen lassen, woanders reinmachen. Oder man macht das Ganze einfach mit der Schale hin und her wiegen. Keine Ahnung, wo da das große Problem für einige ist. Eier getrennt. So, das Eigelb kommt jetzt in die Masse. Die Masse besteht momentan noch aus komplett bestehendem Brokkoli. Was wir jetzt damit machen, ist, den etwas zermatschen. Man kann ihn zermatschen, man kann ihn in kleine Stücke schneiden, je nachdem, wie die Konsistenz der Bratlinge nachher sein soll. Da kommt aber noch einiges mit dran. Von daher, zermatschen ist okay. Das Eigelb werden wir gleich aufschlagen müssen. Also stellen wir das erstmal zur Seite und matschen ein wenig Brokkoli. So sollte das Ganze nachher aussehen. Es sind noch ein paar kleine Stücke drin, gerade die Strunken hier sind noch ein bisschen drin. Das macht aber nichts. Das möchte ich auch so haben, denn ich möchte noch so ein bisschen Konsistenz drin haben. Das soll ja keine Cremesuppe werden, sondern ein Bratling. Jetzt hauen wir da erstmal 2 Esslöffel Mehl rein. Oder Speisestärke. Die ich gerade nicht habe. Dann die 2 Eier. Eigelb. Und das Ganze jetzt vermengen. Diese Bratlinge hier mache ich nach einem Rezept, das ich bei Chefkoch gefunden habe. Da stehen 2 Eier drin. Ich bin ganz ehrlich, ich mache lieber noch ein 3. rein. Mir sieht das hier nicht nach genug Bindung aus. Deswegen noch ein 3. Ei teilen und das auch da rein. Nun müssen wir das Ei aufschlagen. So, ich bin happy, dass das funktioniert hat. Oft klappt das nämlich bei mir aus irgendeinem Grund nicht. Ich werde jetzt nicht den Überkopftest machen. Ich vertraue meinen Eiern. Und jetzt kommt da Käse rein. Ich nehme den Parmesan. Im Rezept steht Emmentaler. Im Rezept steht auch wesentlich mehr. Aber ich habe nicht mehr Käse. Deswegen kommt 40 Gramm Parmesan mit dran. Das Ganze heben wir jetzt vorsichtig unter, damit wir den Eischnee nicht wieder komplett zerstören. Und sobald das alles schön vermischt ist, hauen wir das wiederum in die Mischung. Natürlich würzen wir das Ganze noch mit Salz, ordentlich Pfeffer, Paprikapulver und Muskat. Ich hoffe, man sieht hier, wie weich und flüssig die Konsistenz hiervon ist. Das kann ich so natürlich nicht benutzen, um Bratling zu formen. Das fällt mir auseinander. Deswegen kommt jetzt Paniermehl dran.
Jetzt hat das Ganze eine fast schon teigartige Konsistenz. Das ist perfekt. So kann ich die super formen. So, ich habe mich umentschieden. Die Kartoffeln brauchen noch ca. 5 Minuten, jedenfalls laut Uhr. Und ich haue jetzt schon mal die Pilze mit rein in den Ofen. Denn die werden wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen als die Kartoffeln, die ja eigentlich nur noch überbacken müssen. Also, Pilze in den Ofen. Der Ofen ist vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Das war das. So, die Kartoffeln, an denen ich mir Gott sei Dank beim Abschütten nicht die Hände verbrannt habe, die kommen jetzt in die Kühltruhe, denn ich möchte mit denen irgendwie handhaben können, die sind schweinemäßig heiß. Deswegen ab in die Kühltruhe, nicht lange, 5 bis 10 Minuten, dann sind die schon so weit runtergekühlt, damit man sie zumindest anfassen kann. Und dann kann man mit denen arbeiten. In der Zeit, in der die Kartoffeln ein bisschen abkühlen, können wir schon mal hier unsere Masse soweit fertig machen, bis auf die Kartoffeln. Zum einen haben wir hier jetzt Bacon und Pilze drin. Da kommt jetzt, und das wird jetzt pures Freestyle, wie bis jetzt so gut wie alles. Außer der komischen Bratlingpaste ist alles Freestyle, was ich hier mache. Da kommt jetzt, sagen wir mal, ein gut gehäufter Esslöffel Frischkäse mit rein. Und obwohl sie teuer ist, ich glaube, dass sie saugut dazu passt. Alnatura Kräuterpastete. Schmeckt fast ein bisschen wie Kräuterbutter, nur ein bisschen intensiver. Auch davon einen guten Esslöffel. Das sieht schon mal nach einer guten Pasta aus. Da kommen wir jetzt ein bisschen Gewürze mit dran. Zum einen, ich darf den hier nicht nehmen, weil da sind nämlich Koriandersamen drin. Und du hast Koriandersamen. Ich finde den lecker. Das ist eine Pfeffermischung. Gut, mache ich normalen Pfeffer rein. Salz nicht, denn wir haben ja den Schinken drin, der ist schon sehr salzig. Aber ganz wichtig, überall wo Kartoffeln ist, muss Muskat hin. Und dann mein Knoblauch. Somit ist auch die Paste fertig vorbereitet. Und damit bin ich im Prinzip fertig mit allen Vorbereitungen und warte eigentlich nur noch darauf, dass die Kartoffeln kühl genug sind, um damit zu arbeiten. So, die Kartoffeln sind immer noch schweinemäßig heiß, aber ich versuche trotzdem mal mein Glück. Schneid erstmal, wie mache ich das hier am blödsten? Mache ich so. Erstmal ein Stück hier vom Boden weg. Einfach nur so ein bisschen flach schneiden, damit die Kartoffel nachher fester steht im Ofen und uns nicht hin und her kippt. Und jetzt schneiden wir einen Deckel ab. Ja, das ist die Kartoffel gedeckelt. Und jetzt holen wir uns einen kleinen Löffel und dann probiere ich mal, ob die Kartoffel so weit durch ist, damit ich das hier auch machen kann. Nee, ist sie nicht. Jetzt funktioniert's. Der Trick ist ganz einfach. Ihr schaltet einfach die Kamera ab und kocht die Dinger nochmal für 20 Minuten. Schon ist jedes Problem gelöst. Ja, ich höhle die jetzt weiter aus. Dabei bin ich einigermaßen vorsichtig, dass ich nicht den Boden durchdrücke. Denn ja, es ist jetzt nicht so schlimm, es kommt keine Suppe rein. So schlimm wäre das nicht. Es kommt ja nur eine etwas pürierte Version der Kartoffel wieder nach innen. Aber ich versuche es trotzdem einigermaßen vernünftig zu machen. Und auch die Seiten nicht wegzubrechen. In dem Moment, wo ich sage, bricht mir die Seite weg. Während ich hier gerade so meditativ weiterfummel, die Pilze habe ich natürlich schon aus dem Ofen rausgenommen. Einfach nur logistisch, weil das jetzt hier bei mir so ein bisschen schief lief. Sonst wären die mir verbrannt. Also, keine Angst, die habe ich nicht vergessen. Die kommen dann einfach nochmal später, wenn ich die Kartoffeln reinlege, mit in den Ofen, damit sie nochmal durchwärmen. So, hier ist jetzt jede Menge Kartoffelpumps. Natürlich auch teilweise mit Schale, aber das... wen juckt das? Wir essen die Schale von den Kartoffeln ja sowieso. Von daher können die auch da drin sein. Es wird ja kein super Püree, sondern es ist ja noch viel mehr drin. Ja, aber trotzdem zermanschen wir das jetzt so gut wie möglich. Vermischen das alles miteinander und füllen es dann direkt wieder in die Kartoffeln. Und würzen oder sonst was brauchen wir es ja nicht mehr, denn das haben wir ja alles schon in weiser Voraussicht erledigt. So, die Mansche ist fertig. Und die kommt jetzt wieder hier in die Kartoffeln rein. Gerne etwas überfüllen, sodass das ein bisschen übersteht. Denn logischerweise ist es ja mehr, als in die Kartoffel reingeht. So, damit sind alle fertig. Super lecker. Es bleibt noch ein bisschen was über. Das werde ich gleich so verputzen, das ist super lecker. Und das kommt jetzt in den Ofen. Ich habe den Ofen ein bisschen hochgedreht auf 250 Grad Ober-Unterhitze. Da kommen die Kartoffeln jetzt rein, die Pilze auch. Pilze wärmen durch, Kartoffeln überbacken ein bisschen. Ich war mir überlegen, ob ich Brotkrumen, also Paniermehl oben drüber mache, damit es noch ein bisschen aufknuspert. Vielleicht eine kleine Prise, nicht viel. So, und jetzt kommt das, vor dem ich am meisten Respekt habe. Das hier zu Bratlingenform.
Pfanne mit Öl ist auf dem Herd, wärmt vor. Das hier solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Eine Spachtel zum Wenden, so dünn wie möglich. Je dicker, ich habe hier nämlich zum Beispiel Holzspachtel, die können dafür sowas komplett vergessen. Da drückt ihr das Ding nämlich nur durch die Gegend und... Es ist Ei drin, es ist Paniermehl drin, theoretisch sollte es halten. Schauen wir mal. Was ich nehme, ist so eine gute Handvoll. Was ist das? Bisschen mehr wie Golfballgröße. So sehen die jetzt in der Pfanne aus. Kleiner Tipp, nehmt die Kante von eurer Spachtel und drückt so ein bisschen so ein kleines Kreuzmuster oder einfach nur ein Strichmuster rein. Nicht zu fest, aber so kriegt ihr so ein bisschen, wenn ihr die von Hand formt, diese große Welle in der Mitte ein bisschen runter, sodass es glatter ist und mehr durch und durch gart. So sind die ersten geworden. Ist halt wirklich original Kartoffelpuffer. Sie sind mir ein bisschen zu weich. Deswegen habe ich jetzt nochmal ein bisschen mehr Mehl und ein bisschen mehr Paniermehl dran gemacht. Mal schauen, wie sie sich jetzt formen lassen und ob sie jetzt ein bisschen besser in der Pfanne braten. Also das war's auf jeden Fall. Die ließen sich gerade butterweich wenden, problemlos. Nichts hat angehaftet, nichts hat geklebt, nichts ist zerfallen. Es war keine Haut, die man quasi abreißt, wenn man umdreht. So sind sie perfekt. Das bisschen mehr Paniermehl, das bisschen mehr normales Mehl hat wirklich geholfen. Schaut euch die Konsistenz einfach mal an. Unter Licht vielleicht. So. Das ist jetzt... Es ist halt wirklich... Es fühlt sich an wie Hackfleisch. Wie Hackfleisch ohne Ei und ohne Paniermehl. Die Konsistenz hat es. Wenn er die erreicht, Problem gelöst. Und das war's. Ja, ich habe alles aus dem Ofen genommen und habe die ganzen Bratlinge auf den Teller gelegt. So sieht's aus. Das ist das Festessen. Es riecht, ich hänge hier gerade über dem Speck, es riecht so fantastisch. Ja, wir haben gebackene Pilze mit Olivenöl und Knoblauch, Salz, Pfeffer. Wir haben Brokkoli-Bratlinge mit Brokkoli aus der Bratpfanne. Und wir haben mit sich selbst gefüllte Kartoffeln inklusive Bonusmaterial. Du sie mir völlig unbekanntes Wesen, Frau, die ich noch nie gesehen habe. Probieren Sie bitte mein Essen und sagen Sie mir, dass es unglaublich, unglaublich ist. Was isst du heute? Es ist fast zu heiß, dass ich es halten kann noch. Ist natürlich blöd, wenn es so heiß ist, dass man nichts mehr schmeckt, ne? Mhm. Ja. Ich glaube, es kommt durch die Kräuterpastete. Es hat vom Geschmack her irgendwie ein bisschen was, als wäre Pâté oder Leberwurst. Irgendwas Fleischiges drin. Ich weiß nicht warum. Es ist Schinken. Das ist aber nicht der Schinken, der so schmeckt. Also ich finde es lecker. Es ist lecker. Es hat diesen Kräuterkick, es hat den Kartoffelpüree-Kick und es hat den Schinken. Ich glaube, es sind die Pilze. Ich hatte ja vorhin die Masse schon mal probiert. Ich glaube, es sind Pilze. Kann sein, weiß ich nicht. Also ich finde es lecker, kann man absolut gebrauchen. So oder so gesehen kann man alles davon definitiv mal nachkochen, wenn man alles auf einmal macht. Vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, eher bei einem Familienessen oder sowas. Rockt, ihr wisst selber, man kann sie leicht abändern, damit sie vegan oder vegetarisch sind. Für die Leute, die das betrifft. Von daher viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Wie kommen wir hier her? Ich hab keine Ahnung.